du hast das eher gesagt. Ich glaube, ich war das, ja. Du bist nämlich so jemand, der das sagt. Ich sage ungern Hallo, das stimmt. Oh Gott. Und Joker war geil, ne? Wo hast du dich rumgetrieben? Ich glaube, irgendwie hier Talang oder was, ne? Oder Bangtao. Und Thailand zum ersten Mal. Nee, Bangla, Bangla. Bangla. Bangla war er, hundertprozentig. Wahrscheinlich hat das mal... Sag doch, wie es ist, Joker. Bangla bist du gegangen. Nach Bangla bist du drinnen reingegangen. Erzähl doch, wie es war. Ja, da ist ja auch spaßig. Na? Das ist halt auch eine andere Welt, ne? Mal ganz ehrlich. Das ist halt wirklich eine andere Welt da. Patong Beach in der Gegend. Jomo. Ja, na, aber hundertprozentig. Bunga Bunga. Ja. Zekor, hallo. Grüß dich. Bunga. Wie ist die aktuelle Lage im Lager? Noch gut, ne? Noch gut. Wir wissen nicht, was für ein Event kommt. Das letzte hat uns getötet. Das ist die Wahrheit. Ja. Leider. Wir haben 10 Leute bereits. Ja. Wow. Das sind ja schon ganz schön viele. Ja, vorhin waren es 0 dann. Das stimmt. So, es ist aber, sagen wir mal, es tun wir mal so, als wäre nichts passiert. Ja, bin ich ein Freund von. Okay. Aber so. Den Rest haben wir hier aber weggeploppt, ne? Ja, hier unten waren wir und haben alles weggeploppt. Sehr gut. So, unsere Schweine dürfen sich auch frei bewegen. Ja, genau, dürfen sie wieder. Dann können sie wieder tragen und so, ne? Aber die tragen nur im Lager, ne? Das ist sie bewusst. Wie im Lager? Die tragen nur im Lagerbereich, also in unserer Stadt. Die tragen nichts irgendwo anders. Was? Genau. Ja, die tragen halt was in dem Gebiet, wo sie tragen dürfen, ja. Genau, das wollte ich sagen. Ja, das ist ja auch okay. Tragen und folge dem Meister, wenn er im Kampfmodus ist, auf der Jagd und beim Zähmen ist. Oh, I don't know, ob das so gut ist. Alle können sie angreifen. Also können sie. Joker, glaube ich dir, ja. Glaube ich dir. Sehr, sehr politisch ausgedrückt. Diplomatisch ausgedrückt. Aber hab viel mit meinem Arbeitskollegen gesehen und erlebt, was mich so geflasht hat. Ja. Ist wirklich so. Es ist einfach eine andere Welt, Joker, ne? Ich überlege, pass auf, Coop. Ich habe ein großes Bauprojekt vor. Okay, was hast du vor? Das wird hart. Und zwar, pass auf, eigentlich das hier weg. Warte, ich kann jetzt hier gucken, ja. Das weg komplett. Okay, ist nicht so bad, aber müssen und wir dann hier. Und dann hier nochmal so einen Eingang reinmachen, einen dritten. Okay, warum? Damit die, wenn die kommen und Tunnelbuddler haben, damit die nicht mehr hier durchgehen. Oder hier durchgehen. Okay. Ja, oder wir buddeln das hier erstmal weg hier. Aber ich habe Angst, dass der Mist einstürzt. Trian, moin moin. Und Balian93 mit dem Priming 5 Monaten am Start, habe ich da Bunga Bunga gehört. Herzlich willkommen, das hast du korrekterweise gehört. Denn C-Corp hat das soeben in den Chat geschrieben. Balian, herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Support. Dankeschön. Danke für deinen monetären Support hier in diesem unseren kleinen, aber feinen Kanal. Vielen lieben Dank. Wo ist die Facecam? Barry? Chill, deine Base. Ich weiß nicht, wie ich das lesen konnte, aber ich glaube, du meintest das, oder? Ja. Die ist gleich wieder da, Barry. Das ist Lautschrift. Karaoke. Karaoke. Beruhige dich. Beruhige dich. Ja, okay, Barry. Also, es sind gleich wieder da. Mit der Ruhe. Die muss erst hochfahren auch. Ja, die muss kurz abkühlen, der Akku ist zu heiß. Genau, Wurstbrotpause gerade. So, wir haben ja auch was zu bebombern hier. Oh ja. Zu bebombern? Also wir haben jetzt wieder 38 Schuss hier. Fleisch ist auch voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ja, ja. Ja. Alles gut, alles gut. Alles läuft wieder. So, wie sieht es denn aus mit qualitativ hochwertiger Kleidung und so? Wir haben jetzt hier glattes Leder, haben wir unfassbar viel. Oh, da wird ja schon ein Staubmantel hier gebaut und so. Mhm. Hast du das gemacht? Mhm. Der Junge macht das. Ja, die hatten keine Klamotten mehr, deswegen habe ich ein bisschen was in Auftrag gegeben hier. Ja. Ja, Schneider hat er 5. Ja, besser als nichts, ne? Und Haze in den 37 Monaten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schönen Sonntag auch dir. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Dankeschön. Danke für den Support und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Konstius. Danke für den Follow. Konstius. Dankeschön. Nase bohren, genau. Wann sollen wir das denn sonst machen? Ne? Muss ja irgendwann müssen die Probe ja auch geerntet werden. Ich wollte gerade sagen, wenn die Cam an ist, ist halt doof. Ja. Tropfen. Schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Mortid. So, das haben wir eigentlich alles. Wir haben das eigentlich alles gut im Griff, ey. Ich weiß nicht, was da letztes Mal schiefgegangen ist. Ja, der Angriff. Der Angriff ist schiefgegangen. Beziehungsweise die Abwehr ist schiefgegangen. Inspirierte Operation, Sabichi.
Oh, können wir denn irgendwie was reinbauen? Wir haben noch gar nichts. Pass auf, du hast ja jetzt diese Sachen erforscht mit den Prothesen und so weiter, ne? Ja, stimmt. Können wir so eine Prothesenbank mal bauen, wa? Dann musst du mal machen dann. Ja, mach ich mal. Du kannst dann immer nur erforschen, was du willst und das dann nicht machen. Prothesentable hat sogar den Werkzeugschrank dran. Simpulsligge. Und es gibt noch Equipment Assembly Facility. Erstmal, sein Terler. Mit den 2 Monaten. Dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich Saint Erla. Guck, es sind Eisbären. Wie viele? Zu viele. Menschenjagendes Rudel. 5 Eisbären. What? Die kommen jetzt. Wir müssen uns vorbereiten. Oh, shit, ey. Ich hole die Jungs her. Matul. Oh, warum sind denn die so böse? Sabi. 5 Eisbären. Die kommen von oben, ne? Mossgranaten. Müssen da die volle Breitseite reinfeuern. TCP mit dem HMG-Nest bemannen. Okay. Cherry für den Notfall an die Seite. Sniper Blob geht hier unten an die Seite. Okay. An die Ecke unten. Okay. Hamburger Jung geht auch an die Ecke. Ella mit der Shotgun. Würde ich hier hinstellen, hier. Okay, dass sie dann um die Ecke schießt. Aber Blob hast du schon. Tass. Tass ist auch ein Nahkämpfer, der geht zu Cherry. Ja, okay. Los. Tass ist der Student von Cherry. Der Kampfsport. Jetzt kommen die Eisbären, ja. Mauer dicker machen können auch gut sein, ja. Das geht schon, Deals. Schauen wir mal. Die Eisbären kommen. Oh Gott. Zur Not müssen wir Rauch erzeugen und Tiere freilassen. Ja. Bossgranaten lässt zur Not die Tiere frei. Oh, sie kommen. Los! Oh Gott. Was sind Loks frei? Das war's schon. Sind down. Da sind sie down! Oh Gott sei Dank. So, warte, ich mache hier Jagd. Dot machen. Ja. Okay, das war nicht schlecht. Das hat verdammt gut geklappt. Ja. So, wo ist Bossgranaten da? Bin immer noch dafür, dass die Schweine völlig im Recht waren. Nein. Wie bitte? Die Schweine haben. Und. Nee. Die haben nichts gemacht. Doch, die haben angefangen rumzufressen an uns. Ja, die haben halt uns angegriffen, weil ein paar von uns gestorben sind. Mhm. Weil die halt traurig waren. Aber was ist das denn für eine Reaktion darauf? Das stimmt auch. Oh, einer meiner Freunde ist gestorben. Jetzt muss ich die anderen bringe ich jetzt auch um vor Wut. Vor Wut. Tanda, grüß dich. Feierabend. Oh, Sonntag? Respekt. Was gibt's Besseres? Vielleicht ein paar Sachen, Tanda, aber momentan finde ich das auch schon sehr schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Von vornherein dabei sein. Ihr habt ihre Kinder getötet. Nicht arbeiten müssen. Aber die waren doch erst frisch geboren. Das heißt, die haben sich doch nicht mal dran gewöhnen können, Dragos. Ey, du bist ein perverses Schwein, wenn es um die... Was soll das, Coop? Die hatten nicht mal einen Namen. Ach so. Mhm. Doch, hatten sie. Ferkel 1, Ferkel 2, richtig. Ferkel 3, Ferkel 4. Und du weißt, sobald du Zahlen im Namen hast, dass du jetzt nicht der Wichtigste vielleicht sein wirst. Das stimmt. Das macht es nur schlimmer? Was? Ich hab gedacht, das macht das besser, Dragos. Warte mal. Fühlt sich das Eisbärenfleisch im Tiefkühlhaus eigentlich zu Hause? Ich glaube schon, Fauli, ne? Sag mal, kann ich das Dach hier nicht abreißen? Machen die das dann nicht? Kannst du probieren, mit Dachzonen entfernen oder so. Nicht, dass da was runterbricht, ne? Ey, und dann Bossgranaten erschlagen wird. Ja, er macht das ja hier, deswegen. Dach abreißen. Alle User? Nee, User nicht. Aber ich glaube so, wenn man... nee, Pille 20, nein. Bei Nix ist das was anderes. Ne? Blue 0. Blue D0 hat schon verloren. Ey, Snail 86. Bei Nix ist das nicht so, das meine ich nicht. Aber bei richtigen Vornamen und so. Mhm. Snails, Dankeschön für 42 Monate. Liebe Grüße, Mock und Kupi. Wünsche einen schönen Sonntag. Dir natürlich auch. Und vielen Dank für den Support. Dankeschön. Herzlich willkommen. Oh Leute, es wird doch gleich einer erschlagen, oder? Melior, hallo! Hi! Noch so viel zu sehen, dann zack, rostiges, kaltes Messer im Nacken von jemandem, wo dir gesagt wurde, der ist toll und dein bester Freund. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo du das rostige, kalte Messer hernimmst. Es war da, ich hab's gesehen. Wahrscheinlich ist das dramaturgisch selbstverständlich besser, es so zu benennen. Das stimmt. Beweise gibt's dafür genauso wenig, wie dass es auch ein super reines, desinfiziertes Skalpell sein könnte. Mhm. Merkst du selbst, ne? Ja. Mhm. Blob 78 hat auch Zahlen im Namen, bei seinem Namen. Ja, das ist jetzt hier der Nickname. Julen.
Tschüllen. Ja, ich dachte schon. Ja, 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 ja. Oha, das ist jetzt übel und tut schon etwas weh. Was meinst du, Simon? Was meinst du als Elfric 56? Ich habe mich immer Mokka 01 genannt. Ja, 01. Was ist mit dir? Damit das niemand wegnimmt, die 01. Das ist ja eher so, so Nix Kion ist das. Ja. Wobei, ja. Oh, Dach ist gestürzt übrigens, ne? Das bricht hier alles runter. Ich habe das Dach schon abgerissen, ja. Aber die bauen manchmal außen rum und dann fällt es ja, du musst ja auch bedenken, das ist ein Berg, den du da wegarbeiten willst. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ich geht. Sehe Matul oder, und oder Bossgranaten schon. Nein, nein, die reißen das Dach ab. Hundertprozentig. Haben sie eben schon gemacht. Okay. Du bist nochmal wieder runtergefallen hier, die Stelle. Ja. Das war mal knapp neben Bossgranaten. Und Run, ein wunderschönen Hallo, hallo. Run 1984. Moin. Eber Run meldet sich zum Dienst. Lass uns die Kolonie bevölkern. Ja, die ist doch noch gut bevölkert. Ich weiß nicht, worauf du dich jetzt beziehst, Run. Ist doch nichts passiert, oder? Am Donnerstag oder was? Oder doch? Ich weiß das nicht mehr so genau. Mach ein paar Säulen, wir müssen das ein bisschen abstürzen hier, Leute. Oh, Matul! Hallöchen, moin! Matul, grüß dich, hi! Kraduz, moin, moin! Matul direkt Run, du Ferkel. Ja, Run ist auch ein Ferkel hier. Nee, der ist schon ein richtiger Eber auch schon, glaube ich. Das ist ein ausgewachsener Eber. Ich finde Run hier ganz schnell, weil er der Einzige ist, der gesagt hat, er möchte nicht kämpfen. Deswegen habe ich hier gesagt, angreifen soll er nicht trainieren. Möchte nicht kämpfen. Alter, 3 Jahre alt ist halt der Run. Die Sau. Nee, Eber. Ja. Stimmt, Run, du musst eigentlich nur Samen, absamen. Samen. Deinen Samen verteilen. Eberdinge tun einfach, Eberdinge. Richtig, du musst nur deinen Samen verteilen. Und Heisenberg, moin, hallo, herzlich willkommen. Wir müssen mal gucken, dass wir hier oben auch mal das da wegräumen. Bei Gelegenheit, dann, dass sie irgendwie leer pumpen können, ne? Das wäre ganz cool. So, Equipment Assembly Facility habe ich nämlich auch gebaut. Prothesentisch kostet 150 Plaststahl, ne? Aha. Wir haben so viel nicht. Wir müssen halt warten, bis das fertig ist, ne? Ja, ja, ich will nur mal eben kurz sehen, ob das jetzt hier funktioniert. Ich meine, bis wir das haben. Grippe, Coop. Wir haben die Grippe. Cabby, Talvaros, Flimas und Rovena haben die Grippe. Kannst du dich mal kurz drum kümmern? Ja, warte mal. Super, danke dir. Behandeln mal hier, Sabi. Kann da ja immer kräftig schubsen, die Senioren, damit die mal in Wallung kommen. Ne? Wieso hat Cherry denn... Na gut, keine Ahnung. Wird schon seine Richtigkeit haben. Kann man nicht sonntags einfach bei den Senioren einfach das Licht auslassen, dann schlafen den ganzen Sonntag durch und kann dann freimachen? Weiß ich nicht. Wie so ein Papagei? Tanda, merken die das dann, dass Tag ist? Oder was? Hallo, jetzt mach dich hier mal nicht über alte Leute lustig. Was ist denn los mit dir? Merken die dann, dass Tag ist? Chunk, moinsen, hallo, hallo. Nee, Tanda auf jeden Fall, danke für deinen Dienst. Mega krass. Ihr sauft auch Lack, oder? Nee. Hallo. Und Cranky, hallo, hallo. Und Dankeschön für Primeke 13 Monate. Dankeschön für den Support. Vielen Dankeschön, Dank. Cranky. Danke, danke. Wir sind gerade so eine halbe Stunde drin im Game, würde ich sagen. Maximal, ja. Halbe Stunde, noch nicht mal. 15 genau. Minuten oder so. Richtig, Ryan, richtig. Ja, die haben ja auch noch einen Rhythmus von Tag und Nacht, also so halbwegs zumindest. Ah, okay, okay. Moin erstmal, Cranky, hallo. So, ich glaube, ich habe den Trick gefunden. Wir müssen mit Säulen... Unsere Baustelle müssen wir die ein bisschen abstützen und dann das Dach abreißen erst. Okay. Ja, man sieht ja auch, wo das Dach noch ist. Ja, ja, genau. Okay, du hast das im Griff, ne? Das ist gefährlich, Ich hab das im Griff. Ja, ja, ich hab das im Griff. Du weißt auch, dass es gefährlich ist, was du da gerade machst. Ich habe das im Griff. Okay. Ich habe es im Griff. Okay. Keine Sorge. Erst das mit den Namen und jetzt die Senioren hart angehen. Was ist heute los mit euch? Was habt ihr mit Morgo Kubi gemacht? Was ist da los, Pille? Das soll jetzt nicht ein bisschen Joking, ja? Ein bisschen Spaß haben. Was ist denn los? Also, weiß ich nicht. Warum würden wir da schon wieder was Böses draus gemacht? Hast du gegrinst, Pille? Ich sehe da Lull. Alles gut gemacht. Alles richtig dann. Ich hoffe, ich kann das alles abreißen. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Schauen wir mal.
Kennt jemand ein Programm, wo ich hinter und vor jedem Wort einer Datei etwas hinzufügen kann? Bestimmte Wörter oder bei allen Worten? Weil ansonsten würde ich Notepad++ empfehlen. Da kann man nämlich suchen und ersetzen. Und da kannst du dann das Wort, das spezielle Wort suchen und ersetzen durch das gleiche Wort mit was hinten dran. Oder so. Vorweg. Oder vorweg oder beides. Maler Ingo. Notepad++ kann ich da empfehlen. Ist für alles super. Bei allen Worten. Hast du denn viele verschiedene? Und Oslo, danke für dein Follow. Vielen Dank. Konnte nicht früher losgehen, weil die Subzahl unter 1000 war. Richtig, ja. Simon, richtig. Schon irgendwie ironisch, dass die Zahlen dann doch was wert sind. Ja, ja. Am gewissen Punkt, ja, sind sie das. Immer am, nur am, gewissen Punkt. Am unteren Limit ist es das, ja. Ja. Möchte auch noch irgendwie essen, ne? Das trinken stimmt. Auch. Ja, ne? Oh, trinken, essen, hör mir auf. Hardcoder, moin, hallo, das Virus, moin, moin, willkommen, willkommen. Skippy, ich habe genau gesehen, dass du dir hier die Erdbeeren geschnappt hast. Hat er? Hat er. Kann man das sehen? Nee. Ich Körper kann man nicht sehen, satt hat Erdbeeren genascht oder so. Nee, da steht er dann nicht. Oh, Sabi hat den Widerstand gebrochen. Oder haben wir noch irgendwas Krasses hier? Nee, ne? Ersatzorgane. Willst du forschen oder was? Ja, das ist 1500. Ja, dann mach das. Okay. Brauchen wir aber auch noch Gewebedrucker und alles, ne? Warte mal, hä? Ah, machst du HTML oder was mal, Ingo? Hier, Table Row und so, ne? Tabellen im HTML. Circa 100 Wörter. Das muss TR, Wort, / TR werden. Wir halten durch, Simon, wir halten durch. Wir halten durch. Bis der Rubel rollt. Nein, alles gut, alles gut. Was baust du denn hier für komische Anlagen? Wieso? Ja, ja. DMR und, oh mein ja, Gott, ja. Was baust du denn da? Da kann man auch Sachen disable. Armor Piercing Missile. Okay. Matul baut hier gerade seine Minigun. Natürlich Grand Games, es geht ja um Spaß und unter 1000 Haus macht halt keinen Spaß. Richtig. Klar. Hallo? Ja, was soll ich dagegen noch sagen, wenn das hier im Chat steht? Und im Chat steht immer die Wahrheit. Natürlich, natürlich. TCP 7 8. Ah, nice. Genau, da könnte ich dir jetzt im Speziellen leider nicht helfen, Malingo, aber ich sehe hier gerade hier Hardcoder und so fängt hier mit Rack Expressions an. Wenn das funktioniert, ist es super. Glaub, du nimmst mal das Ding her. Marzen, Dankeschön für 9. Und vielen Dank. Ey, natürlich dir auch einen schönen Sonntag gewünscht. Happy Sonntag natürlich auch gewünscht. Dankeschön für 9 Monate und herzlich willkommen, Marzen. Moin, moin. So, Matul hat jetzt erstmal seine Waffe fertig. Matul hat jetzt eine Minigun. Nice. Jetzt gucke ich gerade mal, was wir noch so bauen können. Hast du gecraftet oder was? Jo. Elektrische Schmiede oder wo? Nee, da, ne? Bei Mechaniken. Mechanikerwerkbank. Ja, stimmt. Ein bisschen bessere Waffen wären ganz cool, ne? Also ich würde danach jetzt gerne noch mal ein paar Sturmgewehre bauen wollen. 3 Stück oder so. Was ist denn hier die Crank Gun? Feral Crank Gun. Letzte Waffe. Skullbuster. Automatic heavy weapon with crank-powered fire mechanism. Crude, but devastating. Mhm. Ich meine, weil hier, unser bester Schütze hat hier noch diese Militia-Rife. No? Ja, deswegen, ich sage ja, deswegen will ich ja einfach nur ein paar Sturmgewehre herstellen. Die haben nämlich eine Dreiersalve. Ja, also wie viel Damage machen die denn? 18. Okay, und Dreiersalve? Ja. Und Genauigkeit? Gut, können wir mal hier vergleichen. Ja, warte mal. Da, Sturmgewehr. Dann, genau. 11 Schaden. 11, Entschuldigung. Militia macht 13. Reichweite? 31. 27, okay, ich stehe schon mal weiter. Und Genauigkeit? 60, 70, 65, 55. Ja, ist besser als Militia. Und schießt 3-mal, ne? Ja, hier auch 3-mal. Aber 13 Schaden. Okay, okay. Und so. Unten, sag mal, Aufwärmzeit, 1,2 Sekunden hast du eine nur. Okay, ja, die schießt auch schneller. 360 RPM, ja. Ja, sehr gut. Nachladezeit 1,7, hier 1,8. Also die ist generell besser. Ja, ich würde jetzt auch 2-3 Stück davon mal bauen wollen. Gute Idee, gute Idee. Dann haben wir das nämlich erledigt. Matul baut noch mal ein paar fertig hier. Und Chrismann, hi, moin moin. Ja, aber irgendwie ist hier noch, das ist mir hier nicht geheuer, ey. Ich kriege das Dach nicht abgebaut, glaube ich. Oh, Triaden, weiß ich gar nicht. Eine Personal Defend Gun
Wenn die nicht in Rimsenal drin ist, ein anderes Waffenmod haben wir gar nicht drauf. Ned Flanders, hallo, hallo. Okay, da habe ich auch direkt eine Frage. Kennt jemand ein Add-on für Firefox oder Chromium für Multiple Anzeige von größeren so etwas wie Blisk? Okay, Ned, ich weiß gar nicht, was du meinst. Zauberei ist es. Verbrennt den Hexer. Die Ralle kommt auch mal weggejagt hier. Diese unten, diese Blöcke kann ich, dieses eingestürzte Gestein kann ich nicht abreißen. Obwohl eine Säule daneben steht. Wo? Hier, da steht eine Säule zwischen, die deckt das ab. Aber wenn er abbaut, kommt sofort wieder was nach. Ja, das ist halt auch ein Berg. Wie gesagt, das könnte sein, dass es da nicht mehr weiter geht. Als so. Aber ich will das hier weghaben. Ja, das ist schön, dass du das willst. Ja, will ich. Aber manchmal kriegt man nicht alles, was man will. Bitte? Ah, ist glaube ich ein Rimsenal drin oder sogar ein Vanilla. Okay, okay. Oh, es wird wieder. Oh, wir machen wieder Bier. Sehr schön. Schon, wie die Flaschen hier abgefüllt werden, sehr lecker. Ja, den letzten haben wir verkauft. Ja, dann ist das möglicherweise ein Überhang und der geht nicht weg. Ja, wenn du das mal 3D-mäßig vorstellst, ne, das ist halt ein Berg auch. Das ist mir bewusst. Oder denkst du, dass ich halt da bei Dungeon Keeper denke, das sind immer nur Mauern, die 2 Meter hoch sind? Ja, genau. Genau das. Ja, dann geht's wohl nicht. Nee, fällt immer wieder runter. Ja, dann lass da die Finger von am besten okay. An der Stelle. Ich wiederhole, eventuell kann man die Höhlendecke mit leichtem Beschuss aus den Mörsern entfernen. Oh! Kann man das? Kann man das? Loki, erstmal moin, hallo. Ich kann da aber gar nicht hinschießen. Zumindest reicht. Hey, was ist hier denn los? Ich habe kurz die Ratte weggejagt. Mit der Autoshotgun. Was soll denn da noch an Fleisch übrig bleiben? Ja, das ist gut gewürzt schon. Ja, mit Blei. Die Crucible-Waffen aus dem Rimsenal, die sind echt nice. Ja, die sind dann im Feral-Pack, glaube ich, drin, ne? Das sind diese Feral-Waffen. Glaube ich. Oh, neuer Rekrut. Oh, Sadie ist am Start. Was kannst du denn? Nahkampf. Aufreibend, Raufbold und Jogger. Okay. Schon mal aber gut. Nahkampf und Bergbau. Ja, auch Nahkampf gut. 9, Bergbau 7. Ja, let's go. Okay, guck mal, Jugendliche. Okay, Sadie. Wer möchte denn Sadie sein? Dungeon Keeper Mobile, Dungeon Keeper, ja. Oh Gott. Ach, hör mal auf, ey, hör mal auf. Was habt ihr denn? Ja, das Mobile Dungeon Keeper war einfach nicht gut. Das war einfach schade. Da gab es einfach Blöcke, da musstest du Geld für bezahlen, damit die abgebaut werden können. Ja, das gab's alles. Gab's alles. Gibt's wahrscheinlich alles noch. Was kann die? Nahkämpfer. Nesquik wäre dabei. Pille sagt auch, er wäre dabei. Mhm. Dr. Disconnect meldet sich freiwillig. Ja, denke ich auch. War for the Overworld hat einfach nicht das gleiche ausgelöst wie ein Dungeon Keeper damals, ne? Nein, die versteckt sich. Der Schmerz saß noch zu tief. Eigentlich können wir mal Neidi, oder? Weiß ich nicht. Das, weiß ich nicht. Ich bin mit allen okay, gut. Sadie, die Minenarbeiterin. Neidi, die Minenarbeiterin. I don't know. Komm, in den Pille jetzt. Nimmst Pille? In den Pille. Okay, Mock entscheidet Pille. Pille 20. Pille 20, willkommen. Willkommen in der Truppe. So, Pille, herzlich willkommen. Willkommen bei den Mocknecks. So sieht's aus. Warte mal, haben wir genug Schlafzimmer überhaupt? Jetzt wird's langsam knapp. Wir haben nicht genug Betten, glaube ich. Haben wir noch ein Bett frei? Nein. Deswegen, das Krankenbett muss weg. Okay, dann, nächstes Projekt, Krankenstation. Okay, baust du? Würde ich hier hin. Dann ist es auch näher an der Medizin. Oder hier so? Wir könnten theoretisch, wenn wir das ein bisschen schöner haben wollen, hier ein größeres Gebäude errichten jetzt. Also, ja. Dass wir das verschieben. Das hier weg, ja genau. Und dann schön die Straße hier rumführen. Genau, da würde ich das machen. Ja, okay, dann baust du das hier hin, aber lass hier zwischen bitte Platz dann. Ja, ne? Dann mache ich das erstmal weg hier. Genau, verschieb das einfach ein bisschen hier rüber. Ja, neu montieren hier hin. Super. Mekranon, grüß dich, hi. Hallo. In die Minen. Gut, kannst du das mit dem Lagerturm mal eben machen? Nein. Ja gut, dann halt nicht. Machst du schön. Und hier konzentriere ich Bauteile gefunden, nice. So, gelöscht.
So, dann können hier jetzt auch noch die anderen Brocken hin. Brocken, Stein, Granit auch noch. Ich nehme nichts unter dem Zeus-Hammer. Okay. Aber mal gucken, was wir da für dich basteln können, wa? Oh, Azur Menel hat ein Junges weggebracht. Oh, Mensch! Okay, warte mal. Ach, hier diese Lagerzone. Ja, da sind ja auch noch diese 300 Granitblöcke, die da draußen rumliegen. Ein Kriegshammer? Was hältst du von Kriegshammer? Hört sich gut an, ne? Du meinst für Pille? Ja. Pille, wie sieht's aus? Kriegshammer? Plaststahl, wirklich? Ich guck grad, wie viel der braucht. Guck mal drauf, dann sieht man das, glaube ich. Warte mal. Ich nehme nichts unter dem Zeushammer. Okay. Nein. Kriegshammer nimmt er auch. Direkt gesagt, nimmt er auch. Okay, warte. Mikranon, Robred, Gude, hallo, hallo, willkommen, willkommen. 150 Materialien. Kann aber dann nur aus Stahl. Oh, warte mal. Wir holen mal ein bisschen Uran. Dann kriegst du einen Uran-Kriegshammer. Was hältst du davon? Sehr gut. Alleine vom Klang her, oder? Wir hatten doch hier irgendwo Uran. Moment, hier. Einstellung kopieren. Dann findest du den auch in der Nacht. Warte. Schön Uranhammer. Gönnt sich ja sonst nichts. Hier ist noch Gold. Einfügen hier. Genau, Steinblöcke, Granit und Schiefer, okay. Mach ich das hier weg, das Lager. Wo hatten wir denn Urankuben? Irgendwo haben wir Uran. Ja. Also. Jade hätten wir auch noch, ne? Ja, aber Uran ist krasser. Oder haben wir das doch nicht mehr? Urankuben. Oder haben wir das doch nicht mehr? Ja, da hatte ich abgebaut auch ein bisschen, ne? Wir schauen mal, wenn wir Glück haben, finden wir noch ein bisschen Uran, finde ich. Ansonsten Jade. Ja, 141 Uran haben wir. Ich weiß, aber wir brauchen noch 9 Uran. Ach so, und dann habe ich 150 für den Hammer. Okay, okay. Also wir müssen noch was abbauen. Warte, ich habe was gefunden. Ja, ich habe Uran gefunden. Ja, siehste. Nice. Arthur, beweg dich da mal hin. So Uran abbauen, ne? Sehr gut, Morgan, ich verlege auch gerne meinen Hammer. Ja, den kannst du sogar orten jetzt. So, wir machen jetzt die Wände aus Granit, ne? Jawohl, Matul. Matul, hast du eigentlich gesehen, dass wir dich geupgradet haben, dass du halt auch jetzt ein bisschen Richtung Iron Man gehst? Was machst du für Wände? Granit. Ich habe ja auch extra 3 freigelassen, dass man hier genau einen Abstand hat bei den Gebäuden. Perfekt. Dass man genau einen Abstand bei den Gebäuden hat. Okay. TCP. Nee, weißt du was? Pille, du trägst ja wohl dein Uran selbst. Ruvena, grüß dich, moin. Hallo. Also wie in echt? Wie in echt. Guck dir mal an hier oben. Ich weiß nicht, ob man dich sehen, ob du das sehen kannst. Du hast aber was an. Hier so ein Exoskelett. Ein Exoframe. Mhm, der ist gut. Plus 1,20 Laufgeschwindigkeit. Was ist denn los? Den brauchst du auch, weil du eine Minigun an der Hand hast. Das stimmt auch. Und so. Stefan, moin, willkommen. Hallo. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Ruvena, du lebst noch, ja? Man muss nur bei den Schweinen gucken eigentlich, gut. Da. Ruvena, die Sau lebt noch. Schläft gerade. So, Uran-Kriegshammer wird hergestellt. Bei Sabi und Hamburger Jung im Zimmer, im Schlafzimmer schläft Ruvena. Ich bin früher, als noch Kubi alleine Rimworld gestreamt hat, auch auf das Spiel gekommen. Durch Kubi spiele ich regelmäßig Rimworld. Für mich eines der besten Spiele. Danke euch. Sehr, sehr gerne, Ned Flanders. Ist halt einfach auch ein sehr schönes Spiel, ne? Das ist es, ja. Und tatsächlich, Fun Fact, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, ich bin auf dieses Spiel gekommen durch Cold Mirror. Echt? Ja. Die hat vor etlichen Jahren, da war es noch eine ganz frühe Version, hat die da mal ein YouTube-Video von gemacht. Und da bin ich drauf gekommen. Da gab es nichts anderes zu essen als diese komische Essenspaste, großartig. Da gab es auch kein richtiges Kochen und so. Okay. Richtig, richtig lange her. War geil. Da machst du um die Tür hin, ne? Genau, da soll die Tür hin, ja.